Ja, mein Aufreger des Tages ist, dass es manchmal jetzt in der Wissenschaft plötzlich Methoden gibt, wie man bestimmte wissenschaftliche Positionen einfach komplett mundtot machen kann. Das geht folgendermaßen, man argumentiert sozusagen von außen her, dass man sagt, es gibt einzelne Positionen innerhalb der Wissenschaft, die genau richtig sind, das ist sozusagen die objektive Wahrheit. Und da gibt es ein paar verrückte Spinner, die irgendwie was ganz anderes machen. Das sind so das 1%, was irgendwie ganz andere Dinge behauptet. Und wenn jetzt Journalisten darüber berichten, dann heißt es angeblich durch diese These, dann wollen die immer ausgewogen berichten und nehmen sich dann immer nicht nur aus den 99%, die dann die Wahrheit haben, der Wissenschaftler welchen, sondern die suchen sich immer absichtlich einen der Außenseiter, machen damit aber einen Fehler, weil sie das mit der Politik verwechseln, wo man unterschiedliche Meinungen haben kann. Und wenn man damit argumentiert, heißt das natürlich, dass man sozusagen alle vom Mainstream abweichenden Meinungen komplett einfach unter den Teppich kehren könnte und dass jetzt die sozusagen echte Filterfunktion von außen her stattfinden würde und irgendwelche Journalisten oder ganz Externen, die vielleicht bei Korrektiv oder sowas sitzen, sozusagen über die Wahrheit befinden und in den Professorenstreit eingreifen, dass dann irgendwelche Studenten, die dann einen Nebenjob bei Korrektiv machen, auf einmal darüber befinden können, was jetzt die Wahrheit ist, die echte und was eben nicht. Ich würde dem insofern zustimmen, ganz besonders auch bei der Frage der Bewertung von Corona, dass insbesondere beim Beginn der Corona-Krise vor allem auf einzelne Experten gehört wurde, nämlich auf Christian Drosten, weniger auf Hendrik Streeck, auf Karl Lauterbach, weniger auf Wolfgang Kubicki. Und auch eine mediale Meinung entstanden ist dadurch, dass man das Schild erhoben hat und gesagt hat, wir sind diejenigen, die die Menschen beschützen und hier wird keiner sterben, wenn wir diese Politik verfolgen und das wird nicht passieren und die andere Seite ganz schnell denunziert werden konnte. Und da würde ich sagen, spielen dann doch die sozialen Medien eine große Rolle, insbesondere Twitter als meinungsgebendes Medium, vor allem bei Journalisten und Politikern, dass das Ganze sehr, sehr in eine Richtung gestoßen. Ich wollte doch gerade sagen, dieses 1% ging es ja noch nicht mal mehr. Es wäre noch verständlicher gewesen. Aber wenn ich sehe, das ist erschreckend, wie selbst wirklich seriöse Virologen, seriöse Wissenschaftler wie Streeck, was sie für einen Shitstorm erlebt haben, ja, dass sie überhaupt nicht mehr angehört worden sind, zeitweise auch nicht ins Kanzleramt eingeladen worden sind. Das gab es einfach nicht. Und da muss man sich schon ernsthaft fragen, in welche Richtung bewegen wir uns hier. Weil hochgradig seriös, nichts Komisches dran, kein Verschwörungstheoretiker und sonst was. Und das ist schon eine Richtung, wo wir ganz stark aufpassen müssen. Na gut, aus der Seite der Politik ist ja klar, dass sie das gerne haben wollen. Ja? Die wollen natürlich ihren Job nicht machen, wollen sich hinter irgendwelchen Wissenschaftlern verstecken. Und dann ist das Letzte, was die gebrauchen können, dass es da unterschiedliche Positionen innerhalb der Wissenschaft gibt. Also von Seiten der Politik verstehe ich vollkommen, dass sie diese Tour versuchen. Nee, ich nicht, tut mir leid. Aber, naja, sie sind ja auch Politiker. Aber bei den Journalisten, deren Job ist es doch gerade, tatsächlich sozusagen abweichende Meinungen zu finden. Also die sind ganz ja das Gegengewicht dazu. Und innerhalb der Wissenschaft muss man sich sowieso klar darüber sein, dass natürlich immer ein Paradigma sozusagen gerade die Wissenschaft dominiert und deshalb gerade eben im Rampenlicht steht und alle anderen, sozusagen die ganzen kleinen Trabanten, sind natürlich immer kleiner. Aber jede wissenschaftliche Neuerung entsteht ja gerade durch diese Trabanten heraus. Ich höre oft als Gegenargument, was würde denn passieren, wenn jetzt irgendwelche Leute einfach ankommen und sagen, die Erde wäre flach? Sollte man denen auch zuhören? Dann erinnere ich immer daran, dass es mal eine Zeit lang gab, wo 100% der Wissenschaftler gesagt haben, die Erde ist flach. Sollte man denn da denjenigen zuhören, die gesagt haben, sie ist rund? Und verdammt nochmal, das war genau das Richtige, das zu tun, denen zuzuhören. Ich habe mich heute sehr, sehr über die These gefreut, muss ich sagen, als ich heute Mittag erfahren habe, dass sie die mitbringen, weil das ist auch ein Thema, was mich so sehr umtreibt. Und da würde ich auch den Journalismus angreifen, weil da haben sie vollkommen recht. Am Anfang, als die Corona-Pandemie ausbrach, hatte ich manchmal das Gefühl, die Journalisten haben mehr damit zu tun, irgendwie so Bilder zu Hause selber dann auch zu veröffentlichen von sich. Wir bleiben jetzt alle zu Hause, anstatt mal auch was kritisch zu hinterfragen. Jan Fleischer, ich muss mich jetzt an seinen Worten bedienen, weil ich die so grandios fand. Jan Fleischer hat damals in der Kolumne sehr früh übrigens, also er war einer der frühen Journalisten hinterfragt haben, hat gesagt, er ist immer so jemand, wenn alle nach links gehen, neigt er sich nach rechts. Und er muss jetzt ehrlich mal sagen, wie kann es sein, dass irgendwie 95% der Journalisten applaudieren? Solche Zustimmungswerte hätte ja nicht mal Hitler gehabt. Also Jan Fleischer ist ja immer jemand, der gerne provoziert. Ich fand das damals aber richtig. Und das Schlimme ist, ich erinnere mich heute noch an die Journalisten, die am Anfang dagegen geschrieben haben. Das war Thomas Thuma vom Handelsblatt. Der hat sehr früh einen großen Artikel geschrieben. Das war auch Julian Reichelt und auch Jan Fleischauer. Aber es waren einfach zu wenige, die am Anfang auch schon mal hinterfragt haben. Dafür musste man ja gar nicht sagen, alle Maßnahmen sind falsch, aber die mal kritisch hinterfragt haben, was passiert, ist jede Maßnahme richtig? Und da muss man ehrlich sagen, es war zu wenig und es ist ein großes Versagen für mich vom Journalismus gewesen, dass am Anfang vor allem der Pandemie zu wenig hinterfragt wurde. Aber jetzt hast du Roger Köppel vergessen, der hat auch immer dagegen. Oh ja, das stimmt. Ich mein, das Roger, aber du darfst es selber über dich sagen. Ja, nein, du darfst es ja selbst über dich sagen. Du sitzt nein, der, das ist ja eigentlich mein journalistisches Programm bei der Weltwoche, die andere Sicht. Ich habe den Journalismus immer so verstanden, dass wenn alle in eine Richtung laufen,
dann musst du doch das intelligenteste Argument finden, um aufzuzeigen, dass die anderen wieder irgendeinem falschen goldenen Kalb hinterherlaufen. Um ein bisschen zu provozieren. Vielleicht läufst du ja dem falschen Kalb hinterher. Aber das Wichtigste in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft, in unserer Demokratie, das wichtigste Grundprinzip ist Rede und Gegenrede. Freie Rede, die freie Diskussion. Wenn du die nicht mehr hast, dann hast du ein Problem. Und das Problem der Menschen besteht darin, dass alle sagen, nein, nein, ich bin natürlich immer für die Meinungsfreiheit, Frau Bosbach, Herr Holzheimer. Aber wenn du dann mal eine andere Meinung bringst, dann hat der andere plötzlich die Inquisitorenaugen drauf. Dann siehst du da plötzlich eine eisige Guillotine da sitzen, der dann das gar nicht schätzt. Jetzt zeigst du auch mich. Also ich bin nein, immer meine andere Meinung völlig. Aber das ist genau, sie treffen den Nagel auf den Kopf. Wir sind heute in einer Zeit, wo es immer mehr Leute gibt, und mein Verdacht ist, die kommen eben von links. Die Linken wollen nicht mehr diskutieren, sie wollen nur noch befehlen. Warum? Weil die Linken gemerkt haben, dass wenn frei diskutiert wird, dann verlieren sie, weil sie die schlechteren Argumente haben. Dem möchte ich widersprechen, muss ich Köppel. Ja, er wollte mich wieder auf die Palme bringen. Er wird jetzt auf höchstem Niveau irren, aber macht nichts, wir hören ihm jetzt zu. So viel zur Akzeptanz anderer Meinungen, Josi Köppel. Nein, ja, der schickt schon mal weg, dass ich mich irren würde. Ich finde, vor allem, das Argument trifft nicht zu, dass nur Linke beleidigt sind oder, ich sag mal, keine Gegenrede zulassen wollen, sondern sehr, sehr häufig erlebe ich das auch in konservativeren, rechteren Kreisen, insbesondere interessanterweise beim Thema Corona. Weil ich es ja völlig in Ordnung finde und ich bin gegen eine Impfpflicht, ich bin eh gegen radikale Maßnahmen, aber in den Kreisen kommt es schon vor, so erlebe ich das, wenn man dann sagt, ja, aber ich lasse mich impfen, ja, oder darüber spricht, dass man sich impfen lässt, dass man dann von dieser Seite einen drüber kriegt, dass man könne das nicht mehr hören, dass Leute sagen, dass man sich impfen lässt und wie kann man überhaupt, wie kann man bloß, nein, da bin ich mit dir einverstanden. Oder beim Thema Lockdown zum Beispiel auch, ja, das Thema, alle Themen, die emotionalisieren, gehen in beide Richtungen in einer Brachialität mittlerweile und ich bleibe dabei, also ich glaube, dass die Verkürzung sozusagen in den sozialen Medien, insbesondere bei Twitter, Instagram ist freundlicher, dazu geführt hat, dass man in dem Diskurs... Aber Twitter benutzt die Bevölkerung doch gar nicht. Nein. Twitter ist eine Bubble aus medienschaffenden Journalisten. Ich meinte ja bewusst jetzt auch Journalisten. Okay, ich habe nur gesagt, also ich will immer auf allerhöchstem Niveau argumentiert und ich würde natürlich in diesem Punkt sogar recht geben, das stimmt. Ich möchte nicht sozusagen von denen diskriminiert werden, die sagen, also der Geimpfte soll nicht diskriminiert werden, der Ungeimpfte soll auch nicht diskriminiert werden, ich muss mich von niemandem entschuldigen, aber jetzt mit meiner natürlich viel weitergehenden Lebenserfahrung, ich bin ja etwa 50 Jahre älter als du, Paul, kann ich natürlich sagen, beobachte ich, dass die Linke, die noch in den 60er und 70er Jahren ein anarchisches, freiheitsbringendes Gen hatte, ist heute für mich in diesem Inquisitorengesichterverein. Ich habe das immer wieder festgelegt in den Redaktionen, wenn ich wieder mit irgendeiner These gekommen bin, die jetzt nicht unbedingt im linken Salat drin ganz war, überraschend, wurde ich. Ja, ich bin ja eigentlich durch den linken Journalismus von meinem vielleicht ursprünglich auch mal linken Sympathien eher etwas geheilt worden. Aber Fleischhauer hat recht, wenn er Thomas Mann zitiert, wenn das Boot zu sehr nach rechts geht, musst du nach links gehen. Aber heute geht es eben zu sehr nach links, darum musst du eher nach rechts ausbalancieren. Und